So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und ihr seht schon, wir haben die Aufgabe freigeschaltet. Suche den EP-Trop, der im Ladebildschirm bevorstehendes Chaos versteckt ist. Dafür gucken wir uns ganz schnell den Ladebildschirm an. Zack, zack, zack. Hier haben wir ihn. Das Lustige ist, da sehen wir es. Hier ist der EP-Trop. Ich weiß ja jetzt mal ohne Quatsch. Wie genau soll man sich dieses Bild angucken? Hier ist der Würfel, da ist der EP-Trop. Aber ich werde euch gleich natürlich zeigen, wo das Ganze zu finden ist. Mir macht nur ein bisschen Angst, was hier sonst noch für Bilder sind. Hier ist anscheinend ein Skin, wo aus den Augen so viel rauskommt. Hat sich eigentlich nicht mal einer hingesetzt und hat hier alle Bilder richtig angeguckt? Weil hier oben sind zum Beispiel die ganzen Flabbers quasi. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen den Neuen auf dem Kanal. Wenn du wissen willst, wer ich bin, Kurzfassung ist, ich lade alle Aufgaben hoch, also alle Missionen, die kommen, seit Season 10 jetzt. Deshalb auch die Abonnentenzahl natürlich ein bisschen geringer. Des Weiteren mache ich Custom Games mit Preisgeld, also bei mir geht es schon ein bisschen was. Aber dann haben wir natürlich noch den Creator Code, klar, den haben wir natürlich, sonst hätten wir die Custom Games nicht. Also wie gesagt, ich kann mich immer wieder nur bei allen bedanken. Und dafür bekommt er natürlich auch was zurück, und zwar Skins. Nämlich bei 800 V-Bucks haue ich an euch immer einen Skin raus, also auch die neuen. Ihr seid da herzlich eingeladen. Und was musst du dafür machen? Und ganz einfach, du musst nur ein Abo da lassen, nur die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivierst du aber nicht für mich, sondern für dich selber, weil, wie gesagt, die täglichen Shop-Videos sind die wichtigen Videos, wenn ihr einen Skin gewinnen wollt und wenn ihr bei den Custom Games mitmacht. Weil ich werde einmal die Tabelle einblenden, wie die Custom Games gerade aussehen. Und ihr werdet natürlich sehen, wie viel V-Bucks ich habe, weil ich spiele natürlich noch Rette die Welt nebenbei, um für euch eben V-Bucks zu sammeln. Und in den Shop-Videos kommt auch vor, ob V-Bucks-Aufgaben da sind oder eben nicht. Falls ich im Video nämlich keine finde, ich habe so nette Menschen in der Community, die verraten mir dann ziemlich schnell, es sind doch welche da, weil ganz so weit bin ich bei Rette die Welt noch nicht. Aber das ist dann immer oben als Nachricht angepinnt. So, wie gesagt, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wegen den Skin-Verlosungen gibt es noch eine Kleinigkeit, die du bitte machen musst, nämlich mir eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. Hat einen ganz einfachen Grund, weil Epic Games ja das Sicherheitssystem hat, dass wir mindestens 48 Stunden miteinander befreundet sind. Ich zeige es jetzt einfach mal anhand vom Beispiel vom Emote. Wenn wir das Ganze als Geschenk kaufen, so würdest du ja deinen Skin bekommen. Dann müssen wir, wie du siehst, so würde es gehen, 48 Stunden befreundet sein. Beim Atmen bin ich noch keine 48 Stunden befreundet, anscheinend ein bisschen weniger als 24. Aber hier zum Beispiel Akido noch 2 Tage, Finn 2 Tage. Denen kann ich halt nichts schenken. Also da kann ich draufklicken, wie ich will, da geht gar nichts. Gurkenbrot, Aachener, DMN-Chocks, dem könnte ich alles verschenken. Aber zum Beispiel Finn nicht. Also nochmal: Abo da lassen, Glocke aktivieren. Dann mir die Freundschaftsanfrage schicken, und wenn du natürlich dann noch mehr mich zufriedenstellen willst und auch dich, gerne meinen Creator Code benutzen, weil ganz einfach, ihr wisst selber, ich habe immer gesagt, ihr bekommt immer was von dem Kuchen zurück. Wenn ich Einnahmen habe, bekommt ihr die wieder. Entweder anhand von Skins, Verlosungen oder eben jetzt durch Custom Games. Also wie gesagt, gerne yt-familyhack, einfach als Creator Code eintragen, würde mich schon mega unterstützen. So, jetzt gehen wir erstmal rein in die Gruppenkeile. Denn wir müssen diesen EP-Boost finden. Wie gesagt, Würfel. Wisst ihr schon wo? Wo haben wir denn einen Würfel? Einen lilanen Würfel. Der verfolgt uns ja schon ewig. Da sehen wir es nochmal. Aber ihr seht, links neben dem Würfel ist dieses radioaktive Zeichen. Wo haben wir denn auf der Map was Radioaktives? Warte mal. Mal überlegen. Aber guckt mal ganz oben links, der Skin. Da weiß ich auch nicht, was es damit auf sich hat. Und hier rechts, das fehlt nämlich auch noch. Ah, das Tor wird auch angezeigt. Aber ich sag's euch direkt, wir müssen ziemlich genau da ist der Würfel. Genau da ist der Würfel. Also genau da müssen wir hin. Einfach zu Steamy Stacks. Ich glaube, gefühlt müssen wir jetzt das. Einmal die Munitionskisten, die Seilrutschen. Ich glaube zum dritten Mal dahin. Und die Ringe. Also viel, zum vierten Mal müssen wir jetzt darüber. Also der Ort wird mal richtig gepusht in dieser Woche.
Aber dafür finde ich, ist eigentlich gar nicht so viel da los. Ihr wisst ja, Donnerstags die Lecks. Die sind wunderbar. So, jetzt hoffe ich halt nur, dass ich da nicht irgendwie dumm gekillt werde. Das wäre nämlich überhaupt nicht gut, weil der Gegner ist natürlich vor uns da. Eieiei, ihr seht diese Lags. Also wie gesagt, nochmal, ich kann dafür nichts. Ich habe schon die Grafik minimal runtergeschraubt, aber diese Lags auf dem PC sind... Ich will gar nicht wissen, wie es auf der PS4 aussieht. Weil da höre ich auch von den meisten, macht dir keine Sorgen, PS4 ist noch schlimmer. Da denke ich mir nur, hä? Wie? Hier, guckt euch das an. Eieiei. Das ist echt, also das Komische ist wirklich immer Donnerstags. Ganz seltsam. So, sehen wir schon den Würfel? Ja, da unten ist er schon. Warte mal, kann ich die Markierung wegmachen? Ja, nicht wirklich. So, hier unten sehen wir schon den Würfel. Jetzt hoffe ich halt wirklich echt, dass da kein Gegner ist, weil die Gegner waren natürlich auch da. Dass wir da ganz entspannt hingehen können. Und da ist es. Zack. Da sehen wir schon. Ganz entspannt. Er sammelt es auch ein. Oh, Gegner kommt. Bitte nicht töten. Ah, er ist noch über uns. Ach, schon wieder Level up. Soll ich noch jetzt hinter der Tür oder nicht? Er ist noch über uns. Tja, da warst du zu langsam. Da musst du früher aufstehen. Aber hätten wir den Biggie nicht gehabt, hätten wir das auch nicht überlebt. Bam, 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 bam. Das war für mich an der Stelle für ihn komplett. So, sammeln wir noch ein bisschen EP ein. Mal gucken, vielleicht. LOL. Vielleicht verirrt sich ja noch einer hier hin. Und denkt dann immer schön Munition einsammeln. Gerade für die ganzen Aufgaben, die wir zurzeit haben. Auch mit dem Wasserschaden. Da kommen wir nämlich gleich zu. Aber erstmal machen wir hier die Mission fertig. Und wie gesagt, der Würfel ist schnell zu finden. Ihr müsst doch nicht viel machen. Einfach davor stehen, annehmen und fertig. Das war's schon. Also eine Kiste dauert länger, die aufzumachen. So. Gibt's eigentlich inzwischen eine EP-Grenze oder ist Tutu immer noch dran? Weil da habe ich mich schon ewig nicht mehr nachgeguckt. Weil die müssen doch schon gefühlt Level 600 sein. So. Ah, hier kommt doch noch einer an. Ich sage, hier fliegen noch so viele hin, die einfach dann verspätet noch schnell die Aufgabe machen wollen, die Aufgabe machen wollen. Ah, er will den Würfel machen. Safe. Warum soll er sonst hier landen? Lass den Würfel jetzt weg. Wo ist er denn gelandet? Keine Ahnung. Aber ich wette, den sehen wir gleich direkt wieder. Holen wir die doch mit. Aber wo ist er denn gelandet? Kannst du nicht Luft aufgelöst haben? Ja, da hinten rennt auch keiner rum. LOL! Ja, da ist ein Mitspieler. Wo ist denn mein Gegner hin? Ja, der holt ein Scherz. Zack, auf einmal war der Gegner weg. So, bauen wir uns mal gerade Richtung Zone. Man kennt es. Ja, so viele Mets habe ich auch nicht mehr. Ja, die Legs sind wieder Weltklasse, sind die. Weltklasse. Macht richtig Spaß. Epic Games. Trotz Creator Code. Ich darf das. So, mal gucken, ob wir noch einen sehen. Aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Also wie gesagt, geht einfach zu dem Würfel, holt euch den EP Booster beziehungsweise das Zeichen und dann habt ihr es halt schon. Wie geht das denn? Ah ja. Wir haben noch keine Lust zu rendern. Zu rendern. Kennt ihr das auch, wenn ihr manchmal irgendwie zu lang wach seid oder so, dass euer Sprachsystem vollkommen lost wird?
So, gucken wir mal, vielleicht ist einer oben drin. Und? Nein, keiner zu Hause. Guck mal, die Lags. Kaum ist ein Mitspieler bei mir. Laggt es ohne Ende. So, hier bin ich aber jetzt erstmal soweit fertig. Euch natürlich viel Spaß noch mit den anderen Aufgaben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Gern Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.